Er war lange weg, doch jetzt ist er wieder da. Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Hi. Awakum. Hi. Ja, was kann ich erzählen? Ich kann euch eine Sache sagen, mir geht's so gut. Also, es klingt vielleicht cheesy oder so, aber ich fühle mich wie neu geboren. Ich habe so viel gelernt in der Zeit, so viel an mir selbst gearbeitet, Erkenntnisse gewonnen. Auch wenn es vielleicht irgendwie kitschig klingt, das war für mich ein richtiger Schritt nach vorne. Ich habe so viel verpasst. Ja, Verluten ist Vater geworden. Das habe ich auch auf Twitter gesehen. Das ist das Geilste, was mir in meinem Leben jemals passiert ist. Hanso, da habe ich auch mitbekommen, dass er Brokey ist. Oh Mann, es weiß einfach jeder. Scheiße. Brokey Moki, finde ich verdient. Das Einzige, was ich gerade im Chat gelesen habe, war, jemand hat geschrieben, ich wickle vor Freude. Ich distanziere mich. Viele unten beschweren sich über sie, viele lieben sie. Mit einem tosenden Applaus die letzte Reihe in der Schule. Ich bin ein Ausländer, unsere Namen sind die Markenzeichen. Darum wechselt ihr die Straßenseiten, denn ich bin ein Ausländer. Wer hat die Sitzordnung gemacht von euch? Ja, Mann, das geht gar nicht. Willst du, dass ich da unten noch Leute prügeln? Ja. Wer ist das? No way. Zwei Bro! Wer war das? Mehr. Oh mein Gott, das ist Mehr! Und wie sie sind! Digga, Rohrt ist in der schlimmsten Ecke. Guck mal, Mehrt, Medi, Willi, alle sind da. Sie haben die Special Round gewonnen. Letzte Reihe ist wie in der Schule, macht ein paar Faxen da. Nerven die ja, ne? Nein, das nicht. Amar, alle Ausländer sitzen in einer Reihe. Warum hast du das wieder gemacht? Ich sitze hier nur mit den Deutschen. Ich würde gerne mit meinen Jungs sitzen. Die hintere Reihe ist Mehrt. Edis. Daneben Rohat. Und dann Abu. Da. Die letzte Reihe macht ihrem Namen wieder alle Ehre. Hier sitzen wieder die Asozialen und Schulabbrecher. Ihr Verhalten verängstigt und belästigt ihre Mitspieler. Was ist denn hier mit den Allergajutissen? Was macht ihr hier? Sascha, mir ist Nuss gegeben. Mir ist richtig schlecht. Nuss? Er wollte. Jetzt wird mir schwindelig, Digga. Kommt nach Hause gehen. Nein. Digga, bitte. Und da unser Held nicht gehen durfte, musste er sich einen anderen Weg einfallen lassen, das Event zu verlassen. Wenn ich mir jetzt Hex runterlade und reincheate, hätte ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich könnte sofort nach Hause. Ich würde nie wieder eingeladen werden. Hier nicht hoch, hier links nicht hoch. Nicht hoch. Hast du das gerade? Mann, verpiss dich! Hast du's? Mann, geh gar nicht auf, Digga! Junge! Ibi, hallo. Da ist das Leaderboard, da ist Rot. Guck mal, wer läuft. Damn. Digga, und das ist jetzt, kommt ein Scott los. Ich lauf nicht so. So läuft wenn schon Abu. Du hast in jedem Event dabei und ich habe noch nie diese Top 10 gesehen. Sei es beim Fußball oder sonstigen. Doch, heute beim Wettessen. Was denn? Hä, bei der Food Challenge? Jeder hat davon gehört, ob bei KuchenTV oder bei anderen. Was ist da mit Leroy los? Viele haben das ja vielleicht mitbekommen. Leroy ist ja jetzt sehr oft negativ aufgefallen. Ich möchte mir jetzt tatsächlich ein eigenes Bild davon machen. Ich sag euch ehrlich, Chat, mir ist das alles so scheißegal. Ich bin einfach nur hier fürs Drama. So, dann gehen wir für Kevin jetzt direkt rein ins Drama. Diese beiden wollten dich in eine Falle locken. Ich weiß nicht, was dieser Benjamin Blümchen da neben dir will. Der war nicht mal beim Dreh dabei. Dieser Benjamin Blümchen da neben dir. Benjamin, du lieber Elefant. Nein! Ansage gegen Manuelsen. Nie wieder in NRW machst du einen Auftritt, Leroy. Digga, hat er nicht gesagt. Was geht denn jetzt ab? Hat Manuelsen dazu schon Storys gemacht? Benjamin Blümchen kommt morgen bei dir vorbei. Dann kannst du mich in mein Gesicht so nennen. Jamignac, du Kalb. Herzlich willkommen bei der zweiten Ausgabe von The Great Fight Night. Hier ist Trimax! Deutsche DNA-Wei. Oh Leute, Trimax hier. Da kommen jetzt zwei Leute, die ich persönlich selber sehr, sehr gerne mag. Der eine vertritt seinen Bruder, der andere boxt gerne mal mit einer Baseballkeule irgendwelche Tische kaputt. Richtig, ja, Kampf. Jawohl.
Gewonnen hat Stemmler! Meinen größten Respekt. Unfassbar wenig Vorbereitungszeit gehabt. Du hattest noch Fieber. Den Mann ging es wirklich nicht gut. Er hat sich aber trotzdem hier hingestellt. Der nächste Kampf ist Jan Schlappen versus Chef Strobel. Wir kommen einmal zur Urteilsverkündung. Der Sieg geht an Jan Schlappen! Wen würdest du am liebsten in die Fresse boxen? Oh. Von allen Influencern. Boah, ich glaube KuchenTV. Oh mein Gott. Aber ich glaube, das wäre... Egal wen in ganz Deutschland in die Schnauze hauen, wer wäre es? In die Schnauze hauen? Boah, da gibt's viele. KuchenTV. Das ist der zweite. Schluss! Haben wir Breitenberg? Natürlich mag er das, mein Freund. Wir haben auch einige Interviews vorbereitet. Let's Hugo und sein Freund. Warum? Er hat mich warum genannt? Digga, wie ich erstmal gelacht hatte, Junge. Was kommt für Bücher? Ihr mit Working? Hallo? Einen Moment bitte. Einen Krabbenburger bitte. Walla, ich schau die gleich, ne? Ich hab's im Wetter verloren, sorry. Er hat gesagt, Walla, ich schau die gleich, Alter. Hab ich mit ihm gerade geredet? Du bist doch hungriger Hugo, ne? Das ist doch Hugo, oder? Komm mal kurz, kannst du Hugo gewesen sein? Das war Hugo, ne? Ich hab meinen Kopf aus, Hugo. Hugo, das ist ja Hugo. Was war das? Hugo ist zu Sydney gegangen und hat den Bananengleiter ausgewählt. Das war ich nicht. Das war Hugo und jeder hat es gesehen. Bei Billy hab ich's gemacht. Bei Billy hast du es gemacht? Ja, aber weil die sich immer drüber... Was? Würdest du sagen, ich habe einen Bart? Hoher Lippenbart. Mhm. Und unten hast du ein bisschen Gewächs. Ein Gewächs ist krass. Du kannst doch nicht sagen, Gewächs. Da fehlt hier am Kinn, fehlt ja die Mitte schon alleine. Fangen wir jetzt an mit der Auslosung. Edis ist der erste. Flix V2. Die zweite Version habe ich bekommen. Ah, da sind die doch. Ja, genau. Olem Flick, du bist erst. Darfst du schon Fortnite spielen? Olem Flick, darfst du schon Fortnite spielen? Letzte Runde, last round. Okay, du lootest immer irgendwie so wie ein Dummkopf. Olem, den nennst du Dummkopf, ne? Let's go! Leg die Schindler an, ich fick dein Minecraft! Was sagst du davon, dass du von einem NPC wie von mir gesniped worden bist? Das war kein Snipe. Ich hab dich gesniped, Bro. Tu jetzt nicht so. Mach jetzt nicht diese Filme. Ja, war krass. Ja, stark. Bleib bei Minecraft, Bruder. No, du hast Minecraft. Das geht nicht. Du hast gesagt, geh mal weg mit deinem Minecraft-Scheißdreck oder so, hast du gesagt. Das geht nicht. Okay, Abi, du hast recht. Tut mir leid.